Das Thema Wohnen bewegt die Menschen. Doch kaum jemand kennt sich in der komplexen Materie so gut aus wie unser nächster Gast, Immobilienprofi Peter Nemeth. Er ist Hausverwalter, Makler und auch mit dem Mietrecht bestens vertraut und wird dieses Wissen auch bald in ein neues TV-Format hier bei uns auf W24 einbringen. Sind etwa Mietobergrenzen sinnvoll? Wie wirkt sich Airbnb auf den Wohnungsmarkt aus und wie klagt man eigentlich viel zu hohe Mieten ein? Ja, zu dem allen und zu viel mehr begrüße ich Peter Nemeth jetzt bei uns im Studio. Vielen Dank fürs Kommen. Bitte gerne. Ja, die Mieten, die waren im Wahlkampf ein zentrales Thema in den letzten Wochen. Bundeskanzler Kern hat gemeint, es solle Mietobergrenzen geben, auch für frei finanzierte Wohnungen. Bis dato gibt es ja Mietgrenzen nur für den Gemeindebau und auch für Altbauwohnungen, die eine bestimmte Bauphase nicht überschritten haben. Die solle es jetzt aber auch für den frei finanzierten Wohnungsbau geben. Ist das sinnvoll und realistisch? Nein, also wenn ich es in Kurzform sagen darf, die, die sich unter Anführungszeichen auskennen, Hausverwalter, Rechtsanwälte, wissen, dass das nicht möglich ist. Die Erklärung ist sehr simpel. Das Mietrecht ist gewachsen aus dem Jahr 1982. Da wurden die Kategorien eingeführt. 1994 wurde der Richtwert im Mietzins eingeführt. Bis heute wurde das Mietrecht 40 oder 45 Mal geändert, novelliert. Du hast ein gewachsenes System, wo ineinander die Verknüpfungen greifen. Und du kannst dieses System nicht von heute auf morgen umändern, abschaffen. Das gehört behutsam gemacht. Gerade die Mietzinse gehören behutsam gemacht, dass du hier nicht hineingreifst wie ein Rambo und sagst, wir ändern alles ab sofort. Das ist völlig unmöglich. Man muss ja auch sagen, es betrifft ja doch nur unter Anführungszeichen 20% der Wohnungen. Also 900.000 Wohnungen gibt es in Wien. Genug. Und bei den Gemeindebauwohnungen sind ja die Mieten geregelt, bei den Genossenschaftsbauten im Grunde nach auch. Bei Altbauten mit fixen Kategoriemietzinsen bewegt sich das in bestimmten Bandbreiten. Bei Eigentumswohnungen gibt es gar keine Mieten. Das heißt, es betrifft nur rund 20% der Wohnungen, die dann im freien Mietbereich verhandelt werden können. Ja, das mag jetzt, diese Ziffer mag jetzt auf der einen Seite stimmen, auf der anderen Seite denke ich, es wird doch mehr sein. Denn auch jetzt sei es im Wohnungseigentum, wird ein Wohnungseigentümer, der seine Wohnung vermietet, auch trachten, ein Maximum an Mietzins zu bekommen. Das heißt, der fällt auch hier hinein, der sagt, auf Wiener gesagt, schau mal, ob es geht, ob die Miete, die ich mir vorstelle, die vielleicht ein bisschen über den Markt liegt, funktioniert und ob ich einen Mieter finde, der bereit ist, das zu bezahlen. Es sei denn, er wohnt natürlich nicht selber drin. Es gibt ungefähr 100.000 Eigentumswohnungen in Wien, 150.000. Da wohnen ja meistens schon auch die Eigentümer drin. Die sind ja nicht alle vermietet. Ja, das ist richtig, aber es ist auch oft Vorsorge. Gerade bei der Eigentumswohnung weiß ich, die kaufst du, wohnst vielleicht am Land, lässt für dein Kinderl die Wohnung, dass du es ihm dann überschreibst. Also, oder als Zweitwohnsitz. Du kommst nach Wien rein, gehst auf ein Konzert und in Wahrheit wohnst du am Land. Also da wohnen viele nicht wirklich in der Wohnung. Was ja immer wieder auch passiert ist, obwohl es eigentlich Richtwertzinsen gibt und damit Mietobergrenzen de facto, über die Zu- und die Abschläge kann man die ja berechnen, werden einfach zu hohe Mietzinsen, Mieten verlangt. Und die kann man rückfordern. Und immer wieder bekommen wir Anfragen, wie geht denn das eigentlich? Ja, also grundsätzlich ist mein wirklich ehrlicher und erster Tipp, mit dem Vermieter reden. Wir alle haben einen guten Rechtsanwalt und auch der Vermieter hat einen guten Rechtsanwalt und die schießen einander los und du kommst in eine Streiterei hinein. Du brauchst vielleicht irgendwann einmal etwas vom Vermieter. Mein Tipp ist, auf den Vermieter zugehen und sagen, schau her, ich habe mir da die Marktpreise angeschaut, ich habe mir die Inserate angeschaut, ich zahle ein bisschen zu viel, können wir etwas machen? Wenn der dann quasi unnachgiebig ist, kann vorkommen, na ja, dann hilft wirklich nur das Gericht. Okay. Ein anderes Thema war, dass zuletzt immer öfter der Verdacht geäußert wird, Airbnb, und viele dieser Wohnungen gibt es in Wien, die dann an Touristen oder Studierende vermietet werden. Airbnb-Wohnungen, die beschränken den Wohnraum in Wien für normale Bewohner, die diese Wohnungen dann natürlich nicht mehr mieten können. Die werden freigehalten. Ist das tatsächlich so? Ja, aber wahre Worte. Wenn ich eine Statistik von den Häusern, die ich verwalte, herausnehme, vermutlich in jedem zweiten Haus habe ich mindestens eine Wohnung, die auf diesem Muster vermietet wird. Die anderen regen sie auf, die drinnen wohnen, weil sie sagen, da ist ein Kommen und Gehen. Naja, der Vermieter oder der Eigentümer hat eine Freiheit, weil der bekommt wesentlich mehr Miete wie am normalen Markt. Also es ist eine Grauzone, die wirklich vorhanden ist und die nicht mehr wegzudiskutieren ist. Also ein großes Thema, das ja eher im Zunehmen ist. Ja, leider. Leider. Ja, diese und viele andere Themen gibt es jetzt in einem neuen Format. Wir könnten jetzt noch viele Themen zum Wohnen behandeln, weil ich weiß, dieses Thema bewegt die Menschen wirklich. Der öffentliche Verkehr und das Wohnen, das sind die zwei großen Themen neben den Arbeitsplätzen und Jobs, die die Leute interessieren. Gesundheit und dazu, vielleicht noch. Gesundheit, keine Frage, aber wohnen muss man jetzt einmal. So ist es. Es gibt auf W24 jetzt ein Format mit Ihnen. Können Sie es mal kurz vorstellen? Ja.
Wir haben zwei oder drei fixe Punkte in der Sendung. Eine Information, die wir geben, Hilfstipps zum Thema Wohnungssuche. Wie gehst du richtig ran? Wie findest du gescheite Wohnung? Der zweite Block oder der zweite Teil davon ist, dass ich versuche, mit Prominenten, mit Experten zu reden. Auch die haben Wohnprobleme, deren Wohnprobleme belichten, beziehungsweise von Experten Expertentipps holen. Und der dritte Teil, der ist mir fast am wichtigsten, der Hilfsteil. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat, dann soll er sich an uns wenden. Wir helfen hier wirklich nicht nur mit guten Worten, sondern auch mit Taten, und das ist mir wichtig. Wie wohnt Wien heißt das Format, www.wiewohntwien, ab 16. November hier auf W24. Peter Nemeth ist unter anderem der Ombudsmann, und man kann ja jetzt schon mit Anliegen auf Sie zukommen. Ja, ich bin seit 8 oder 9 Jahren in der BZ und habe dort monatlich eine Sprechstunde. Ich merke dort wirklich, da tut sie wirklich sehr, sehr viel. Das Telefon glüht. Wenn jetzt jemand ein Problem hat, gerne. Die Mailadresse ist wohnen@, also der Klammeraffe, w24.at. Mhm. Würde mich freuen, und wir tun was für die Zuseher und Zuseherinnen. Okay, sagen wir es also noch einmal, wohnen@w24.at. Das ist jene Adresse, wenn Sie Anliegen haben, die dann bei uns in der Sendung hier behandelt werden, an einem Ombudsmann, der weiß genau, von was er spricht, dann bitte Mail an Sie, an Peter Nemeth. Ja, eine Kooperation auch mit der Bezirkszeitung, eine große Geschichte. Noch einmal, ab 16. November, wie wohnt Wien? Erste Sendung, schon nervös? Wir haben schon was im Kasten, ja, ein bisschen, weil es ist spannend. Ich bin an sich ein Hausverwalter. Das ist jetzt mein Job, auf der anderen Seite zu sitzen, aber wir werden es machen. Ja, willkommen im Club, wünsche viel Spaß. Danke. Und Ihnen gutes Lernen bei einem komplexen Thema. Danke. Peter Nemeth, danke.